Ich gehe dann mal ganz kurz zur Schmiede. Erstmal haben wir jetzt auch mehr Potenzial bekommen, das ist gut. Um 6, okay, das ist nicht so viel. Aber mich interessiert jetzt halt einfach Waffe schmieden. Die Axt zum... Ja, das ist eine Klaue. Die Axt zum Beispiel ist wesentlich besser. Dafür brauchen wir eine Klima-Axt. Und dafür brauchen wir die Maxi-Axt. Und dafür brauchen wir Verhaxt. Verhaxt haben wir. Maxi-Axt können wir dann machen. Und das können wir sogar schon alles machen, wa? 12% Chance, eine Chance, mit einem Angriff die feindliche Angriffskraft zu verringern. Das ist gut. So, was haben wir sonst noch? Zauberstäbe. Ne, da haben wir ja schon alles. Zepter der Zeit ist ja schon der stärkste. Scheinbar. Ist das der Stärkste? Ja, muss ja. Was hier? Bumerang haben wir noch. Stellarang. Richtet bei einem Angriff, ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube, 2 Jägermonde sind da besser als der hier, oder? Also, jetzt wirklich. Als der da. Messer, ja. Chance, den Feind zu überrumpeln, ja. Supernova-Schwert brauchen wir ja halt auch einfach nicht. Hypernova-Schwert natürlich. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen davon nicht viel, ne? Peitsche. Alle Feinde erleiden vollen Schaden. Warte mal, Zauberstab wäre vielleicht noch gar nicht mal schlecht. Waisenstab, Entschuldigung. Sonnenstab. 25%ige Chance mit einem Angriff bei Feinden positive Effekte aufzuheben. Hm, ja. Macht ja keiner, ne? Ob sich das jetzt gelohnt hat, dass wir das gemacht haben? Wir haben dann jetzt noch Klauen für unseren Bodo. Der Schaden der Monster der Drachenfamilie zugefügt wird, steigt um 20%. Ja, weiß ich nicht, brauchen wir jetzt diese Waffen? Klar, es ist immer cool, diese Waffen zu haben, wegen mehr Damage und was weiß ich alles, klar, aber... ob wir sie jetzt wirklich brauchen? Aber was wir jetzt wirklich brauchen... Wir gehen jetzt... Wir gehen gleich zum Platz der Disziplin, wa? Und machen da noch die eine Kampfrunde. Weil da kriegen wir ja auch noch Bücher und Gegenstände und sowas. Da müssen wir mal gucken, was wir da dann noch haben. Und dann, ja, hört es langsam wirklich auf. Wie gesagt, dann würde ich noch gerne das zusammenschmieden. Das können wir auch eigentlich gleich machen, ne? Ich hatte ja sogar alles dafür. Was? Was gehe ich da hin? Ja. Okay. Du nicht. Du. Letzte Prüfung. Hier, mit Ocrelacrium fasst ihr ein Erz und göttliche Gewand. Gewandung? Ist das ein... Gewandungen? Ist das ein Wort? Okay. Wolkenwahnsinn. Angriff der Pikolypsen. Pandoramion? Ganz ehrlich, Pandoramion klingt ganz hart nach einer Pandora-Büchse, wa? Wolkenwahnsinn, ich hab keine Ahnung. Die Saat der Verdammnis, ich weiß nicht, was ich da... Ich würde Eric echt gerne als Endkampf drin haben, ne? So, mit Serena. Ich weiß nicht, was jetzt hier gut ist oder so. Das ist natürlich hier alles nur raten, was ich als gutes Team zusammen sehe und mehr ist es halt nicht, ne? Das ist halt wirklich nur raten. Das ist halt wirklich nur raten, was jetzt hier eventuell gut zusammen sein könnte. Tag. Ich mache halt einfach nur Angriff, ne?
Mach eigentlich nur Angriff. Wir haben vergessen, Case den einen Ring zu geben da, aber es ist irrelevant. Was? Ach, wir rufen also noch Unterstützung. Das Wichtigste ist halt immer ein Angriff, der alle angreift. Damit alle auch wirklich den Damage bekommen. Der Rest ist relativ irrelevant. Noch mehr Unterstützung, sag mal. Sag mal. Macht sie das jetzt permanent? Macht sie das jetzt permanent? Das ist aber fies, so. Also for real, das ist aber fies. Wollen wir das jetzt nicht schnell genug machen? Wir gewinnen nicht. Ich kann nicht gewinnen. Sie ruft permanent Unterstützung. Okay, jetzt hätte ich gerne... Wie soll ich das denn machen? Ich kann das machen und dann Perlentor und dann ist Ende. Und dann ist sie wieder dran. Und jetzt ruft sie wieder Unterstützung. Not winnable. Okay. Das ist nicht winnable. Schade. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nicht winnable ist. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir eventuell gewinnen. Aber da sie permanent Unterstützung ruft. Ich kann den nicht mit zwei Attacken fertig machen. Alle. Alban. Hey, wir sind jetzt mal dran. Alter, die Ru... Was ist da denn für ein Quatsch? Die hat alle zwei Angriffe neue Monster gerufen. Quatschkram. Das ist Quatsch. Oh, sorry, aber das ist Quatsch. Das ist ja übelster Quatsch. Das ist ja süß. Der ist bestimmt voll übelst böse, oder? Der ist bestimmt übelst böse. Und Unterstützer. Völlig verarscht. Dass sie halt permanent Unterstützung ruft, heißt für uns, wir können nicht gewinnen. Die wird jetzt 1 Million Gegner reinwerfen. Und das war's. Und dann ist hier Hickehacke. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Den Helmolokus greife ich da hinten. Ja. Was ein Scheiß. For real, man. Was ein Scheiß. Rufst du sowieso gleich wieder mal Unterstützung und dann stehen da wieder 15 von den scheiß kleinen Scheißern. Das kannst du gar nicht schaffen, diese Prüfung. Wie haben sie sich das denn vorgestellt? Wer saß denn da und hat gesagt, das machen wir so?
Wer saß denn da und hat gesagt, wir lassen sie einfach jede dritte, alle drei Aktionen 15 neue Monster rufen? Hä? Ich hab gar nicht die Möglichkeiten dazu, alle zu treffen permanent. Wie soll ich das denn machen? Wie haben die sich das denn vorgestellt? Alle zwei Aktionen ruft sie neue Viecher. Und da stehen jetzt schon wieder 15 Tisch. Das ist ja albern. Ey, sorry, aber das ist albern. Das ist die Technik, die alle trifft und das war's. Jetzt werden wir es niemals... Das ist jetzt ein Endlos-Ding. Weil wir haben gar nicht das... Wir können fliehen. Das ist sinnlos. Wir brauchen gar nicht weitermachen. Alberner Scheiß, ey. Sorry, aber echt albern. Was soll ich denn bitte schön einsetzen? Ja, ist albern, komm. Das ist albern. Da stehen 1 Million von denen. Weil die halt permanent ruft. Und die waren wirklich der Meinung, das ist eine gute Sache. Das ist ja albern. Hier, Vogel, Alter. Hä? Macht man nicht so einen albernen Kram? Hoffnungslos albern. Da fällt mir echt nichts zu ein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da vorgehen soll. Ich finde es halt albern, dass sie halt alle zwei Runden 5 Gegner ruft, die du halt einfach nicht besiegen kannst. Die tun dir nichts oder so, aber du kriegst sie halt nicht tot, weil sie halt ewig ruft. Und das ist doch ein bisschen... Weiß ich nicht, doch ein bisschen anders. Eric, du kleiner, arschgefickter Hurensohn. Ey, ganz ehrlich, warum bist du jetzt hypnotisiert? Ich lasse hier einfach erstmal 1 Million Unterstützung rufen und dann muss ich sehen, dass ich das mit One-Shot mache oder so. Keine Ahnung. Wie haben die sich das denn vorgestellt? Gut, dass wir Eric dabei haben, den alten unnötigen Kramaxel hier. Unterstützung herbei. Ist das behindert, ey. Aber oh, wirklich, das ist gar nicht, ey. Die Prüfung lasse ich aus. Ernsthaft, die lasse ich aus. Das ist für mich albern. Das ist für mich nicht durchdachtes Spiel. Klar soll das herausfordernd sein, aber nicht albern halt. Und das ist halt albern. Weil ich es nicht einsehe, dass sie halt alle zwei... Jade darf einmal angreifen. Eric darf einmal angreifen. Dann ruft sie drei neue. In der Zeit haben wir überlebt immer einer. Und wir haben wirklich das Problem, dass... Und jetzt ruft sie wieder neue gleich. Jetzt stehen ja gleich wieder drei neue. Ich meine, wenn sie das ein-, zweimal macht, okay, aber nicht immer. Nicht immer. Immer ist doch ein bisschen doll. Ich bin ja echt keiner, der Rage quittet, ne? Aber das mache ich hier gleich. Die letzte Prüfung ist für mich nicht durchdacht. Ist für mich daneben gegangen. Haben sie nicht wirklich drüber nachgedacht, wie sie das machen wollen?
Haben sie halt einfach nur irgendwas gemacht, was sehr schwer ist und dann, ja. Aber bloß nicht drüber nachdenken, was wir da gemacht haben. Einfach Quatsch. Ist doch scheißegal, was wir da machen. Wir können da nicht gewinnen. Ist mal ausprobiert. Vielleicht klappt es, keine Ahnung, was soll ich sonst machen? Die ruft sowieso gleich ihre 25.637 Milliarden Leute mit diesen kleinen Penissen und dann ist sowieso Ende. Mehr als Gigaschlitzer kann ich nicht machen. Ich habe da leider nicht die Macht zu, alles gleichzeitig anzugreifen auf Perma. Ich kann das versuchen, ich weiß nicht, ob das hilft. Ob das auch nur annähernd trifft oder so. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Das ist schlecht gemacht. Oh, ey. Wow. Noch nie so schlechte Endbosse erlebt. Oder Prüfungsboss-Dinger hier. Da haben die sich wirklich ins Bein geschnitten mit. Das hat das kaputt gemacht. Genau. Am besten ruft sie jetzt noch Unterstützung. Damit das Ganze nicht noch alberner wirkt. Das wäre ja wirklich... Stell dir mal vor, das wäre ja albern, wenn es albern jetzt wirkt. Wenigstens funktioniert das auf die anderen. Aber es muss auf alle gleichzeitig funktionieren, sonst gewinnen wir nicht. Sonst sehen wir gar nicht den dritten Teil. Unterstützungsrufen, dass man das zweimal macht, okay, aber nicht immer. Aber nicht auf Perma. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, dass hier auch... Und dann mit Aktionsvorgabe, weißt du? Prügelst halt rein wie ein Verrückter. Aber, ja. So, wenigstens ist das auch tot. Quatschkram, ey. Denn in 30 Aktionen, wie soll ich denn das in 30 Aktionen schaffen? For real, man. Ich habe jetzt noch 4 Aktionen pro Reihe hier, oder was? Ja, eine riesige Pandora-Büchse, ja, genau. Der mit so einen hier. Nein, die sind ja ein Team, ne? Das sind ja zwei Ritter, aber trotzdem. Ich hasse mein Leben hier. Hier ruft sie auch Unterstützung, oder? Garantiert. Alles andere wäre ja albern. Oder heilt oder irgendwie sowas. Nee, ruft Unterstützung. Klar. Richtig. Genau. Wir brauchen für jede Runde brauchen wir Veronica und für jede Runde brauchen wir dann brauchen wir Magie-Explosion. Wenn wir nicht etwas finden, was instant alles tötet, dann ist es zu Ende.
Macht wenigstens ein bisschen Schaden. So, wie scheiße sich das anfühlt. Diese Drecksprüfung. Wie unsagbar beschissen sich das echt anfühlt. Das schaffen wir niemals. Das, ich weiß nicht, wer das schafft in drei. Also da muss mindestens Level 99 sein. Das kannst du es nicht schaffen. Bist du nicht Level 99, hast du verloren. Erstmal schläft Hendrik jetzt sowieso permanent. Ich muss den erstmal töten, der macht Damage. Ruf doch Unterstützung herbei. Vor allem, wir können jetzt nicht wirklich AOEen. Wir können die jetzt wegballern, aber dann ruft sie Unterstützung. Und dann haben wir wieder verloren. Naja, lass uns wenigstens den Sieg machen. Wenigstens das Sieg kommt und dann kriegen wir wenigstens das Buch. Alles andere kannst du ja vergessen. Das ist, ja, wie gesagt. Das ist ein durchdachtes Rundchen hier. Schön. Es ist richtig. Es fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Wie gesagt, es fühlt sich nicht so an, als ob du verarscht wärst. Es fühlt sich wirklich so an, als ob du da alles richtig machst hier. Oh, ich wollte Geld einstellen. Einfach sie, um sie zu one-shotten hier. Okay, muss ich mal sehen, wo ich gleich mal Geld einstelle. Anders geht's ja nicht. Keine Ahnung. Kann ich da überhaupt Geld einstellen? Ich habe jetzt mal mein Geld geworfen, damit wir wenigstens durchkommen. 39 Aktionen. Hm. Hauptsache durchdacht. Einzige, was wir machen können. Und sie leben noch. Ja, volle Unterstützung. Da stehen ja noch nicht genügend gefährliche Gegner. Ist ja in Ordnung. Haben wir irgendwas um MP wiederherzustellen? Bodo muss auch erstmal überleben. Bodo muss jetzt angreifen. Weiß ich nicht, ob das jetzt intelligent ist. Ja, ich glaube schon. Oder auch nicht.
Die Prüfung mache ich nicht nochmal. Sag ich euch gleich. Die mache ich nicht nochmal. Das ist mir doch zu albern. Bin ich ganz ehrlich, das ist mir doch ein bisschen zu albern, die Prüfung. Also das können sie einen echt nicht an... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Das ist so albern, die Prüfung. Die kann ich permanent rufen. Das ist albern. Fick dich, du kleiner Glatzenwichser, ey. Ganz ehrlich. Überlegt euch erstmal, was ihr hier richtig macht, ey. Alter, ist die Prüfung albern. Einfach nur albern. Weiß ich nicht. Einfach nur albern. So, Aufnahmepause ist mir zu albern. Quatschkram. Permanent Viecher rufen, ey. Und dann sagen, ja, machst du ja mit 30 Zügen, wa? Kannst du ja alles one-shotten, wa? Ja, bist du gut, ne? Also mit unter Level 99 brauchst du nicht hergehen. Also ich glaube, der Endboss, ich glaube wirklich, dass Kalamos oder wie auch immer der heißt, der wird einfacher. Der wird einfacher als diese Prüfung in 30 Zügen schaffen. Hundertprozentig. Weil das ist echt Quatsch. Dass die halt alle zwei Züge vier Monster ruft, die 1000 Leben haben. Du kannst nicht mit jeder Angriff 1000 Leben abziehen. Wie soll ich denn das machen? Das ist... Nee. Undurchdacht. So, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, Feierabend eigentlich, ne? Was machen wir denn als nächstes? Was machen wir denn morgen? Kann sein, dass wir morgen anfangen, einfach mal die Waffen zu schmieden, oder? Warte, das gehe ich mal zu Tristans Labyrinth. Da können wir es immer noch am besten machen. Die Waffen schmieden und verbessern. Das kann sein, dass wir das morgen machen. Und die Prüfung lasse ich ausfallen. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Sollen die das, sollen sie es patchen oder so? Keine Ahnung. Zumindest, dass man 50 Züge, für den Endboss da hinten, hatte ich 50 Züge und da soll ich 5000 Monster in 30 Zügen? Ich verstehe das mit den Zügen halt einfach nicht. Ich verstehe das einfach mit diesen Zügen nicht. Warum ich das machen sollte. So, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme, glaube ich, machen wir hier ein bisschen Schmieden, wa? Wir können ja auch noch Gegenstände umarbeiten und alles hier. Alles mal plus 3 machen und so ein Kram. Ja. Steckt auf jeden Fall noch Arbeit hinter. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ja. Sagen wir mal ja. Keine Ahnung. Die Prüfung hat mich jetzt echt rapide runtergezogen, bin ich ganz ehrlich. So, aber ich speichere jetzt hier nochmal. Damit wir wissen, was wir als nächstes vorhaben. Und ich verabschiede mich dann jetzt schon mal. Wir sehen uns morgen wieder. Und ja, sehen uns morgen wieder. Wenn ich denn die Waffen verbessere. Dann ist Dienstag, dann machen wir Mittwoch vielleicht mal leveln. Donnerstag leveln. Ah ja, Freitag gibt es ja gar keinen Stream von Dragon Quest. Den müssen wir Samstag machen. Weil Sandy wieder außerhalb arbeitet. Das heißt, ich muss sie wieder zur Arbeit fahren und wiederholen. Ich muss sie wieder mitnehmen. Und deswegen streamen wir am Samstag. Ja. So sieht's aus. Muss ich sehen, was ich die... Es kann sein, dass wir halt viel leveln werden. Dass wir wirklich viel leveln werden. Das kann halt noch gut sein. Warte mal, ich möchte nochmal ganz schnell Mutti anrufen. Mal sehen, ob sie noch irgendetwas sagt. Die beim Widerstand, da steht's. Vergiss nicht, sie eine Nacht. Es gibt keine Nebenaufgaben mehr, so gesehen. Okay. Ich verabschiede mich jetzt. Wir haben es herausgefunden. Und ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.